Herzlich willkommen hier zu meiner Folge hier in Thüringen. Ich werde jetzt mit dem Traktor eine Rundbahnpresse holen. Und zwar im Hof. Dazu starten wir einen Traktor und wir fahren mal gleich los. Anhänger lassen wir hier stehen. Wir wahrscheinlich eher mal reparieren bei Gelegenheit. Und waschen. Und wahrscheinlich wegstellen. Brauchen wir nicht mehr. Denke ich mal jetzt, ne? Es sei denn, die neue Karte, diese Prinzip, ja, habe ich keine Ballpressen mehr. An die Turm. Eine, zwei, gut. Gut, ich dachte noch keine mehr. Was hätte ich mir, also, sonst hätte ich mir sonst welche gekauft, also. Und zwar ohne Folie dann. So, wir fahren auf Feld Nummer 49 und dann mit dem nächsten Traktor auf Feld Nummer 48, um uns dann entsprechend dort die Bahn zu pressen. Und dann werde ich mir gleich den Sammelwagen holen und hinterher nachsammeln. So, erinnern sich. Naja, gut, berechnen kann er nicht. Solange da keine Meldung kommt, Blocking oder anderes Zeug, ist okay. Das ist meistens eine fehlerhafte Meldung. Bald im Normalfall, da kommt er das doch hin. Jetzt fährt er nämlich auch und das ist ein Zeichen, dass er das doch einen Weg gefunden hat. Ne? Ja, zwei Autorennfahrer stehen noch bei Feld Nummer 42 oder 41. Die brauche ich erstmal nicht. Aber lasse ich mal da stehen. Oder ich fahre auf dem Rückweg nämlich einfach ein mit. Das geht auch. Und dann müssen wir zusehen, dass wir dann die zweiten Presse hinkriegen. Zweiten Feld. Und dann müssen wir beide gesammelt werden. Mit Pressen geht ein bisschen mehr als mit rein sammeln mit dem Sammelwagen. Ne? Das dauert ein bisschen länger und das geht hier gut. Wir müssen hier zwar Traktoren extra hinfahren, aber letztendlich geht es schneller, denke ich mal. Und immer was anderes. Ne? Das war auch wichtig. Feld Nummer 41, da wo ich groß, den ich selber gefahren habe, werde ich wahrscheinlich alleine, ja, fressen wahrscheinlich, oder? Ja. Hier fangen wir an. Ich habe den Kurs hier berechnet und beschweigert. Dann muss ich mal kurz. Feldmodus. Das ist Feld Nummer O. Bringen wir jetzt durcheinander. 49. Das Erntefeld Nummer 49. Selbe Kurs. Und da wird jetzt mal Ballen sammeln. Wieder am ersten Wegpunkt. Weil das ist schon wichtig, gerade zum Anfang. Später wäre es. Ja. Dann sollte man den nächstbesten Punkt nehmen, aber ansonsten am Anfang kann er hier anfangen. So, gleich mal aus. Dann nehmen wir den hier. Der muss auch zurück. Weiß ich genau, ob wir Mais nochmal als Häckselpunkt nehmen werden oder als Körnermais. Hängt ein bisschen vom Wetter ab. Wenn das Wetter nämlich mitspielt und trocken bleibt bei der Ernte, dann wir Körnermais machen. Da werden wir noch ein paar Maisgebiss kaufen müssen. Ich glaube sogar drei Stück. Aber das lohnt sich, denke ich mal. Dann können wir das nämlich fast direkt verkaufen. Oder auch im globalen Markt rein. Da verkaufen wir den Marsch.
Denk mal, da kriege ich bessere Preise für. Müsste ich mal vergleichen. Und die Zahlen merken. Ist aktuell nicht ganz so wichtig, weil noch ist ja nicht. Steht keine Maisernte an. Das dauert noch ein bisschen. Da kommt eher die Gerstenernte von Feldnummer 29 und 10. Diese beiden Felder würde ich noch kaufen. Da fehlt aber noch ein bisschen Geld. Also jetzt versuchen reinzubringen, ja. Hat er mir aus der Kurve geworfen. Ja, das sind Spezialtraktoren ohne Kabine. Also kann ich gut gucken. Im Normalfall würden die mit einem Transporter von A nach B fahren. Also mit einem Schwertransport. Und würden auf dem Feld dann nur fahren. Ne? Nee, oder Straße. Oder nur in Ausnahmefällen. Denke ich mal, dass es möglich wäre. Das sind eher Maschinen für die großen Staaten. USA, Kanada oder Russland zum Beispiel. Da kann ich mir vorstellen bei den großen Feldern, dass die Dinger dann sich rentieren würden. Ob es die da noch gibt. Ich weiß nur, dass es ein Prototyp ist. Und ob die sich durchsetzen, ist die andere Frage, ne? Denn wenn der Preisdruck immer größer wird, dann heißt irgendwann mal beim Personal einsparen, ne? Da kann einer eben halt mehrere Fahrzeuge pro Feld bewachen. Stell dir mir das vor. Na. Sehr eng. Hab mich durchgekämpft. So, wir fahren jetzt nach Dong. Feld Nummer 48. Pressen da. Auf 41. Würde ich alleine pressen müssen. Aber heute nicht. Heute werde ich noch gleich einen Abladerwagen nehmen. LKW-Anhänger und dann gleich losdüsen. Weil die werden sich meistens auch wieder Aufgabe. Der eine Grasballen, ja, da wird die Lageballen gewinnt raus werden. Ist halt so. Ich schau mal. Aber wegen einem Ballen werde ich nicht lange herumzögern. Ich habe auch einen globalen Markt ab und fertig ist es. Ob der nun als Silage ankommt oder als Grasballen oder als Gras an sich lose, ist ja völlig egal. Kühe freuen sich auch, da ist Winter. Ich meine, das wäre aber unrealistisch, Gras frisch von A nach B zu bringen. Ne? Also, das geht nicht. Also, Gras kannst du nur heute mähen und heute zum Füttern gehen. In 2 Tagen ist das nicht mehr zu gebrauchen als Gras. Einen Tag schon nicht mehr. Besonders dann, wenn es draußen extrem warm ist. Ne? Ja, das geht nicht. Wenn man das luftig lagern würde, würde sich Gras dann eher trocken und welken, aber nicht schlecht. Aber wenn es gepresst ist oder auf einem großen Haufen lief, dann wird es innen drinnen so warm, das kann nicht gut sein. Oh hier. Wackelwackel, ich habe da einen Error gefunden, aber ich kann nicht zuordnen. So, Feld Nummer 48. So. Laden. Ernte Feld Nummer 48. Richtig. Auch Feldmodus. Jetzt Punkt einstellen.
mitfahren ein Stückchen, dann drüben am nächsten Traktor nehmen. Also ich lenke gar nicht mehr. Wieder der erste Ball ins Gras. Dann hier. Ich sollte hier. Stroh. Gutes Weizenstroh. Links ist Gerste. Gerstenstroh. Ich meine, ein Kühl ist egal. Ich glaube, Weizen ist ein bisschen weicher. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, Stroh zum Einstreu ist halt im Grunde wurscht. Da stehen die beiden. Und drei Fahrzeuge noch hier. Die muss ich dann bei Gelegenheit reparieren. Und zum Feld Nummer 28 bringen. Sobald es da losgeht mit der Ernte. Aber aktuell ist noch nicht so weit. Heute werden wir Stroh sammeln. Und heute ist ja das ganze Aufgabe von mehreren Folgen immer so. Und sehr viele Strohballen. Muss ich nur beeilen, bevor die ersten zwei Runden gefahren haben, dann geht es nämlich los mit Feld rein und dann muss Zeit, dass die Strohballen weg sind. Mal gucken, wo ich anher gelassen habe. Ich glaube, irgendwann vom Sägewerk irgendwie. CPU bei 71 Grad. Beim Aufnahmerechner. Aber Fehlermeldung kommt bei mir keine, das ist gut. Dann packt er das noch. Und die Leistung ist über 40%. Naja. Laut Anzeige. Da ist noch ein Ball mit Silage zum Verarbeiten. Aber einer ist nicht so ganz so dramatisch. Warum müssen die Kühe versorgt werden? Da will ich eigentlich den Stroh weghaben. Ingehen. Morgen ingehen. Ich werde so lange auf 1 spielen, bis es dunkel ist und dann geht Nacht. Ja, entweder arbeiten wir durch auf 15 oder so. Oder wir laufen. Wir schlafen mal so 6 Stunden oder so. So, dass es nicht ganz so dunkel ist. Im Dunkeln würde ich nicht arbeiten. Wir haben hier keinen Stress. Naja, das Sägewerk läuft sowieso nicht zur Zeit. Das spinnt sowieso ein bisschen. Das Sägewerk weniger, eher die Verkaufsstelle für die Balken. Und die Annahme für die Wickeln. Das nimmt ja die Balken nicht an. Genauso wenig die Nachdenken. Bretter und Paletten, das klappt. Was nicht klappt, ist die Balken, die rauskommen. So, wenn die 100% sind. Wenn die 20% sind, dann geht's. Ja, bisher jedenfalls. So. Mal gucken, wo ich einen LKW habe. Irgendwie bei den Kühen. Ach, bei den Kühen beim Mist. Ich kann da dranbleiben. Da ist aber der LKW nur mit den. Ja, da muss beim Sägewerk sein. Hier muss ich auch noch was tun. Ich könnte auch Heu Richtung Marsch fahren. Mal bei Gelegenheit. Aber das in die Kühe hin. Draußen. Ich wollte sagen. So, jetzt holen wir den Ladewagen. Dann können wir die Ballen transportieren. Und wir haben noch Milch. Also das muss ich auch nochmal Gelegenheit machen. Also das Transport einrichten von Milch zum globalen Markt. Oh. Genau. Oh. Nicht immer wichtig, dass wir den ganzen Stroh wegkriegen. Die Milch.
Ja, die Milch wäre auch noch wichtig. Ah, da ist er doch. Der Gute. Ja, die behalten immer noch da und kaufen. Sind keine an. Als Möglichkeit wäre, Verkaufsstation verkaufen. Wo danach, daran liegt es ja nicht. Ne? Der andere nimmt es ja auch nicht an. Ne? So, stellen wir gleich ein. Und zwar. Wunderbar. So. Entschuldigung. Ja, ja. Ja, das Sägewerk muss ich hier weg. Das Sägewerk macht Probleme. Ich werde es mal verkaufen. Ich auch die Wahl nicht entsorgt. Ne? Es gibt doch keinen Punkt, wo man sagen kann, oh, jetzt entsorge ich die mal. Oder ich mache ein Feuer. Geht auch nicht. Die werden auf Dauer nur die. Könnten es die Balken sein, die ich mal vom Händler geholt habe? Eigentlich nicht, normalerweise nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Verkauf klappt nicht so wie soll. Müsste ja den Kasten mal anschreiben, aber bin auch so bequem zu. Ja, ein paar Rundballen sammeln, ne? Denk mal, da kriegen wir schneller die Ballen weg. Auch wenn es zwar bis nur 4000 sind, aber ist egal. So, Arbeitsmodus. Das wären ein paar Stück mehr. Dann läuft noch die Weizenernte auf Feld 12. Die werden auch noch voll durchziehen. So, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Jetzt haben wir schönen Dank fürs Reinschauen. Tja, morgen geht's weiter. Tschüss, ciao, bis dann. Tschüss.